Hallo, schönen guten Abend, ihr Freizeitler. Ich hatte ja in meinem letzten Video gesagt, dass ich mir ein neues Spielzeug gekauft habe. Der eine oder andere wird an der Verpackung schon sehen, was das ist. Ich werde das jetzt mal aufbauen, weil ich habe mir was überlegt, wie ich die GoPro-Halterung da dran machen kann. Ich bin mal gespannt, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, dazu habe ich hier noch den alten Wagen, den habe ich mal in Italien gekauft. Wenn man vom Campingplatz zum Strand geht, für die ganzen Sachen zu transportieren. Ist perfekt für den Rucksack hier, diesen riesen Rucksack. Also lasst euch überraschen. Das Boot habe ich jetzt mal ausgerollt. Zum Lieferumfang vom Boot gehört hier diese Sevilor-Pumpe oder wie die Firma heißt. Aber ich habe noch von Decathlon diese eine Pumpe hier für die Luftmatratzen aufzupumpen. Die bringt auch den Druck her. Da ich im Moment allerdings ein bisschen flügellahm bin, muss ich hier so eine Pumpe nehmen, so eine elektrische. Und dann frage ich Denise mal, ob sie mir dann hilft, das Boot dann richtig auf Druck zu bringen mit der anderen Pumpe. Wird sie schon machen, die gute. Also, auf geht's. So, jetzt hatte ich gerade Hilfe beim Aufpumpen. Jetzt gucken wir mal. Hier ist so ein Manometer dabei, da soll man den Druck kontrollieren. Idealerweise wäre der bei 1,5. PSI. Hier habe ich jetzt ein bisschen abgelassen. Das andere Mikrofon dran. Ich hoffe, dass man mich noch versteht. Meine Überlegung, die GoPro im Kajak zu befestigen, ist mit dieser Platte. Hier unten sind die Klettverschlüsse vom vorderen Sitz und wenn ich alleine fahre, wird der ja nicht benutzt. Und wenn ich dann hier auf die Seite auch das Klettzeug drauf mache, da habe ich hier Verschlussdeckel von der Wasserflasche und da passt genau dieses Rohr drauf, wo ich dann den Selfie-Stick reinmachen kann. So. Und fixiert wird das Ganze dann mit dem Band hier. Das Boot ist noch ein bisschen schief, da muss ich die Schwimmkörper noch ein bisschen ausrichten. Aber ich versuche das jetzt mal.
Original. Ich denke, das muss halten. Das ist schon mal bombenfest. Und da habe ich jetzt noch vor, das hier so zu fixieren. Weitere Hilfsmittelchen holen. Habe ich noch solche Klettverschlüsse? Aber ich glaube, das muss ich erst noch mal locker machen. So, und von daher ist das bombenfest. Und wenn ich drin sitze, kann ich die Kamera zu mir drehen. Kann sie noch rauffahren. Das ist eigentlich perfekt. Ja, wie gesagt, das Boot ist noch ein bisschen schief. Aber das bekomme ich schon hin. Also drehen musste ich das Video hier im Stall, weil draußen hat es immer wieder ein bisschen geregnet und ich hatte keine Lust, dass das Boot nass wird, dass ich das wieder irgendwo trocknen muss. Hier hinten passt gut die mitgelieferte Pumpe rein. Da passen auch noch einige andere Sachen rein. Und wenn du allein fährst, dann hast du natürlich richtig Platz für Gepäck. Und da denke ich, da werde ich als erstes mal in 2 Wochen die Altmühl unsicher machen. Das wird ein Spaß. Bei mir auf der Arbeit habe ich dann noch 2 alte Gewürzdosen bekommen. Die habe ich dann ein bisschen modifiziert, dass sie wasserdicht sind. Da kann man dann Handy, Portemonnaie reintun. Die werden dann hier an dem Griff mit einem Karabiner gesichert. Mal sehen, eine hier hinstellen. Und dann kann ich die hier an dem Gummizug festmachen oder an dem Griff hinten. Und eine mit den Sachen, die ich nicht so oft brauche, die würde ich dann hier vorne reinstellen. Oder irgendwie, muss ich mal sehen, wenn ich unterwegs bin. Aber wie gesagt, die Sachen sichern, dass wenn du wirklich mal umkippen solltest, dass es nicht wegschwimmt. So, ich glaube, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Auf jeden Fall ist die Halterung stabil. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Wagen auch nutzen kann. Dass wenn ich in der Altmühl an den Wehren umsteigen muss, weil ich möchte nicht unbedingt die Bootstreppen da runterfahren. Das ist zwar ein unheimlich stabiler Stoff, die Außenhaut, aber ich muss nicht unbedingt über Grund schleifen oder in den Bootstreppen, Bootsrutschen, da liegen ja oft genug auch dicke Steine drin.
Also werde ich jetzt mal gucken, was ich mit dem Wagen mache. Hallo, schönen guten Abend, liebe Freizeitfreunde. Die tollsten Ideen, die man hat, sind meist nicht immer die besten Ideen. Das Video von gestern muss ich leider abbrechen. Mein Rücken hat mir eigentlich zu weh getan. Und da habe ich mir gedacht, lass es besser sein. Das mit dem kleinen Wagen, den ich unter das Kanu machen wollte, unter das Kajak, das passt nicht. Der Wagen ist zu instabil. Da werde ich mir entweder was anderes einfallen lassen müssen oder, keine Ahnung, oder ich muss es halt da, wo getragen werden muss, muss ich es halt tragen. Ist dann halt so. Muss ich Stärke beweisen. Ja, also wie gesagt, das Video tue ich hiermit abschließen und wenn es mir dann vom Rücken her ein bisschen besser geht, dann melde ich mich wieder und dann mache ich ein neues Video. Dann ein bisschen ausführlicher. Also macht's gut und danke fürs Zuschauen. Tschüss, euer Volker.